einmal orange, zweimal rot, einmal lila, zweimal blau. Cool, es verändert die Farbe. Das ist super. Okay, das hat jetzt echt eine ganze Weile gedauert, um da drauf zu kommen. Also finde ich schön, das passt auch zu dem Spiel, dass es jedes Mal die Farbe ein bisschen verändert. Jetzt ist da was drin. Deshalb konnte man auch diesen Regler nicht ziehen. Man muss es einmal erst verdampfen, damit der Krams da rauskommt. Da muss man erstmal drauf kommen. Okay, Wassermarsch. Wow. Ja! Ach, wie schön, guck mal. Ach, wie toll. Ach, das ist ja schick. Na, hier ist eine Farm. Aber hier ist schön. Ja, top. Okay. Das ist ja schon hübsch, ne? Puh. Okay, jetzt können wir hier weitermachen. Ich meine, ich brauche das Taxis. Das ist ja leer. Da haben wir gar nichts von. Und ist es doch, oder? Lass uns mal gucken, welches das war. Lieber noch mal eben einmal gucken. Das ist besser als Gorno. Ja, das Taxi ist, genau, das ist leer. Also ich vermute mal, das müssen wir herstellen hier. Das anzunehmen. Da brauchen wir einmal Easy Xen und einmal Xoba. Also einmal die hier und seht ihr die auch nicht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Es ist die Pflanze, die sich auf einem Zettel verbirgt, den ich noch nicht gefunden habe, oder die Pflanze, die hier nicht abgebildet ist. Ey, Leute. Okay, blau, weiß, kleine rote, kleine gelbe. So.
Du fällst weg, du bist raus, du bist raus. Kleine gelbe, kleine rote, du bist raus. Die rote und die gelbe. Das ist wohl die rote. Das ist die gelbe. Und dann hätten wir die mit den gelben Blättern und die lila da hinten. Die mit den gelben Blättern, dann muss es die rote sein. Ausschlussverfahren. Wahrscheinlich liegt irgendwo ein Zettel, den ich noch nicht gesehen habe. Können wir mir vorstellen. Ich weiß nicht. So, also, ich brauche einmal die blaue und einmal die rote. Machen wir das doch mal. Schnappen wir uns hier mal diese Zange her. Einmal die blaue. Einmal die rote. Da geht wirklich ein Blatt verloren, ne? So viele Versuche habe ich denn ja gar nicht. Zweimal hier. Die rote. Das bedeutet, wir packen nicht gleich zwei rein, sondern wir packen lieber zweimal einen rein. Deshalb habe ich geguckt. Und Sache, da geht jedes Mal was weg. So, dann brauchen wir noch einmal Ariola und einmal Lico. Sie das? Nein, das ist sie nicht. Die rote. Einmal. Die werden halt nur gepresst hier. Und einmal die. Bitte macht das zu Hause nicht mit euren Blumen nach. Was stelle ich da jetzt drunter? Reagenzglas? Jetzt habe ich eins damit hergestellt. Ein Reagenzglas. Jetzt sind wir wieder da. Wir brauchen einmal den, einmal Taxis. Zweimal den und dann brauchen wir grün, zweimal weiß und einmal silber. Grün, zweimal den und einmal den. Ist alles da. Die Reihenfolge wird da wohl hoffentlich Schnuppe sein, ne? Oder? Erstmal stellen wir das Ding da wieder rein. Dann entleeren wir uns mal die Reagenzgläser, meine ich. Einmal rot. Das war, also, dann nur einmal Terf.
Dann nehmen wir zweimal Mühlen. Sicherheitshalber einmal. Hoffentlich verwirrt er sich nicht. Das hoffe ich auch, ey. Das wäre jetzt aufwendig. Das hätte man ja auch vorher machen können, ne? So, einmal grün. Wo ist mein Löffel? Zweimal das Weiße. Warum auch immer ich den Sand da hinten aufnehmen konnte, ne? Finde ich ja auch lustig. Und ich gucke lieber doppelt und dreifach nach, einmal das Goldene. Aber was mache ich jetzt damit nochmal? Wofür habe ich das jetzt überhaupt die letzten 4 Stunden gemacht? Boah, ist ja schon 11 Uhr. Worum ging's denn hier eigentlich nochmal? Jetzt habe ich das Zeug. Wo gebe ich das hin? Doch wieder in die Pflanzen, oder? Alter, Speicher wäre aber vorher. Nee, jetzt mal ehrlich. Wofür in die Pflanzen? Wir speichern vorher. Aber wo soll ich denn sonst hin? Soll ich trinken oder was? Nee, muss ja in die Pflanzen. Geht ja nicht anders. Wir speichern mal eben. Wir speichern. Kippen wir es dann mal rein. Ich habe es offen gestanden echt vergessen, warum ich das Ganze mache. Okay, nee. Möchte sagen, danke lieber Will, dein Tipp war sensationell. Von Tapper Steakhouse in Berlin, da sind wir montags nämlich hin. Dank dir hatten wir gutes Essen, das werden wir nie vergessen. Anonubi, echt? Ja, das war gut, ne? Das ist ein bisschen hochpreisiger, aber lecker, ne? Oder? Das war richtig gut. Und tolles Gedicht obendrein auch noch. Überfahrt, die Rezepte. Hat sich ausgezahlt. Ja, also wie gesagt, war echt lecker. Also du kannst auch direkt am Kuhdamm irgendwie für 18 Euro dir ein Steak holen. Aber wenn du jetzt nicht gerade das teuerste da nimmst, dann kriegst du ja für 22 oder sowas, hast zwar noch keine Beilagen bei, aber so mit 25, 28 warst du, glaube ich, bei. Also nur fürs Essen oder Getränke. Und das war aber echt lecker dafür. Das war richtig lecker. Jetzt mal ehrlich, was mache ich denn jetzt damit? Ach, muss ich da irgendwie... Wofür war das denn überhaupt? Ich kann auch hiermit irgendwas machen. Mit diesen Kristallen. Ich muss doch hier irgendwas mitmachen können. Wieso lag denn der Kristall da überhaupt? Ich habe doch am Anfang immer was weggesaugt. Erinnert euch dran. Hier war eine Flüssigkeit drin. Die kann ich da mal nicht raufstellen. Warum nicht? Was stimmt denn damit jetzt nicht? Ich habe jetzt echt vergessen, was ich machen muss. Weißt du noch, was da genau passiert ist? Ja, ich müsste es aufsaugen in die... hier war was drin und dann lag da ein Kristall drauf und dann habe ich oben drauf gedrückt und er war kaputt. Aber ich kann die Flasche hier nicht abstellen. Das ist das Ding halt. Ich kann die Flasche hier nicht abstellen. In etwas umfüllen... Ich kann das Reagenzglas da auch nicht abstellen.
Kann ich nicht. Ich kann es nicht drauf abstellen. Vielleicht denke ich ja fallen. Was ist in der Flasche? Ne, das, was ich mir nicht aufsaugen. Ne, das, was ich mir da gerade gebraut habe, ist da drin. Das Zeug, was hier drauf steht, ist da drin. Das Zeug ist da drin. Wieso konnte ich den denn damals aktivieren? Und was hat das mit dieser Pumpe hier auf sich? Möchtest du Hilfe? Ja, ich, offen gestanden, weiß ich jetzt nicht, was es hiermit auf sich haben soll oder was ich hier noch machen können sollte. Ja, eigentlich bin ich fertig mit der Quest. Entweder habe ich es vergessen. Ein dezenter Hinweis irgendwo. Könnte es sein, dass du dir einen Spezialstand einstellen willst? Eine Frage. Ja, das könnte durchaus sein. Aber ich kann mir da in dem Ofen da draußen ich müsste ja oben etwas draufpacken irgendwo. Also ja. Das geht jetzt so nicht. Ich kann jetzt nicht einfach die Flüssigkeit draufkippen. So. Das Reagenzglas passt da nicht rauf. Also da passt ja nur dieses Feuer hin. Von der Idee her halt, ne? Und eigentlich brennt es ja auch schon. Ich müsste also etwas haben, was man hier rauflegen kann. Zum Einschmelzen, wenn es danach geht. Und da habe ich aber auch gerade nichts, was ich darauf legen könnte. Mal gucken, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Ne, die Axt kann ich nicht mitnehmen. Hier ist ein Schleifstein, das ist nur rein Optik hier. Das ist nur Optik. Hier war auch nichts mehr zu mitnehmen. Das habe ich schon gemacht hier. Achso, ist nur ein Anschauungsobjekt gewesen. Was gab es nochmal hier dann? Achso, hier haben wir den Kristall gefunden, ne? Gut, es wird jetzt auch nicht früher am Abend, ne? Das ist so eine Sache halt. Vielleicht habe ich auch noch irgendwas übersehen. Was ich durchaus hätte mitnehmen können. Ja, wir haben ja immer noch ja, eben ist 23:01 Realzeit. Ich glaube, ich würde das vertagen. Ich mach doch keinen Sinn, warum ich jetzt hier abfliegen sollte, ne? So richtig. Da kann ich es auch nicht reinkippen, mein Glück.
Ich habe mir das Zeug nachgebraut, was in dieser Pumpe drin war. Und so diesen Kristall zum Schmelzen gebracht. Meine Güte, da muss man aber erstmal drauf kommen. Was ist denn das? Das sieht so aus wie so ein Feueranzünder. So ein. Ach, Gottes Willen. Okay. Ach. Meine Freunde, die verstellbaren Schlüssel. Wo soll der denn reinpassen? Ist ein bisschen groß, ne? Der passt doch aber niemals in diese kleine Schatulle rein, oder? Das Spiel scheint maximal kompliziert. Also, weiß nicht, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich glaube, dass es jetzt gar nicht so langsam ist, was ich hier mache. Ah, Moment. Brauche ich die alle? Hihi? Ja, das leider Hinweis zu der Zeit, als den Kristall aufgelöst hat, noch nicht in Verbindung sehen können. Deshalb fehlt hier nur der Kontext. Stimmt, mir fehlt hier der Kontext an der Stelle. Aber so war das. Das war wahrscheinlich genau diese Flüssigkeit, die da drin war. Der ist für die kleine Schatulle. Unterstelle ich einfach mal. Das sieht so nach Feinschlüssel aus. Ich will nur da gucken, was hier oben ist. Dann will ich mich aber auch für heute verabschieden. Auch schön. Sieht so nach Schürhaken aus, nur ohne Haken, nur Schür. Den Brief habe ich gesehen. Ui. Okay, gucken, lesen wir mal den Brief hier. Nach jahrzehntelanger harter Arbeit, nach all meinen Experimenten und Prototypen, konnte ich endlich einen gewaltigen Durchbruch im Bereich der Kristalltechnik erzielen. Auch dieser Bereich war zu einem meiner zahlreichen Fachgebiete geworden. Seinerzeit erschien sie mir erstmals. Wer? Und in diesem Augenblick wusste ich, dass ich niemals wirklich alleine war. Die Person, die beobachtet hat, ne? Sie war vermutlich der Grund für mein merkwürdiges Gefühl, beobachtet zu werden. Sie stellte sich mir als Hüterin dieser Welt vor. Was für eine erbärmliche Lüge. Sie hatte nicht das Recht, sich diesen Titel anzumaßen. Ui, steckt aber viel drin in dem Satz. Handgespielt, hallo. Wissen, haltbarer als Bronze. Ah, da steckt aber in dem Satz viel drin, ne? Ah, guck mal, hier können wir mit Sachen rumspielen. Hebeln und... Ich will aber... Okay. Lass mich doch spielen! Was soll denn das? Ich muss ja hier irgendwas drücken können. Also das darf ich nicht. Das ist doch doof. Wie darf ich machen, was mir Spaß macht? Das ist so viel zum Anfassen hier. 1, 2, 3, 4. Mhm, okay. Gott, mir fehlen die Hinweise. Ja, die drei Sachen gibt es hier irgendwie anzufassen. Was haben wir denn noch so bekommen? Ach so, wir haben ja noch was bekommen. Brauchen eure Köpfe hier? Ah, ja, zwischendurch. Zwischendurch wird geraucht, also auch mit dem Kopf. Man kann sich nicht so richtig davon loseisen, ne?
rutschig? Das ist jetzt nicht so das spektakuläre Foto, wenn man nicht dabei war, ne? Ach, das ist gar keine Abkürzung. Ich war hier noch nicht. Ist das jetzt nur für eine Abkürzung? Irgendwas hinter, was wir haben wollen. Niemals. Ah, das kann nicht schaden. Krams noch hier. So. Aber ich denke mal, das ist ein guter Zeitpunkt, sich auch zu verabschieden. Ja, ist wenigstens mal ein schöner kurzer Weg hier jetzt. Cool. Dann müssen wir mal gucken, wo wir dann weitermachen. Ja, schade, das wäre jetzt eine gute Möglichkeit gewesen. Den Schürhaken da rein aufzulegen oder sowas. Nun gut, wir probieren das mal. Ich verabschiede mich mal für die Aufnahme hier auch. Und auch gleich aus dem Stream. Tschüss.